Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Prognose hier in FIFA 14 für die WM 2014, dieses Mal mit der Gruppenphasenbegegnung Belgien gegen Russland. Sicherlich die beiden, ja, Mannschaften, die hier um Platz 1 und Platz 2 spielen sollten, wenn es hier normal abläuft. Auch wenn in meiner Prognose Südkorea das Spiel gegen Russland 4 zu 0 gewonnen hat, gehe ich mal stark davon aus, dass das in echt nicht ganz so hart aufgehen wird. Und ja, Belgien ist hier in FIFA noch ein bisschen schwächer als in echt. Aber wie gesagt, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass dieses Spiel hier mehr oder weniger schon über Platz 1 und Platz 2 der Gruppe entscheiden könnte. Weil damit hätte man dann ja den Direktvergleich gegen den stärksten Konkurrenten gewonnen und gleichzeitig die 3 Punkte mehr. Das sollte schon ausreichen können. Natürlich nur, wenn man nicht noch gegen andere Mannschaften verliert. Und ja, wie gesagt, für mich hier Duell um Platz 1 und Platz 2. Der Sieger dieses Duells sollte Platz 1 werden. Richtig guter Angriff von Russland gleich am Anfang. Kerschakow, nächsten Chance nochmal nachzusetzen. Zweite Minute Doppelchance Kerschakow und das war ganz knapp. Und dann haben die Belgier richtig Glück, dass sie da hinten Courtois drin haben. Der schon bei Atletico Madrid eine extrem gute Saison abgeliefert hat und deswegen hier wahrscheinlich auch wieder eine tragende Rolle spielen kann, wenn es denn überhaupt so weit kommt. Denn kompaniert man auch und Vertonghen oder wie auch immer ausgesprochen wird, hat man auch zwei richtig gute Verteidiger. Vermaelen ja auch. Ach, da hat man so viele schon gute Innenverteidiger. Mit Lukaku und mit. Oh, Fellaini! Da ist er ja. Mit Lukaku, Fellaini, Lazar, Hazard natürlich. Hat man da aber auch extrem gute Mittelfeld- und Offensivspieler. Wo man dann echt sagen muss, die sind nicht, also sind schon fast nicht mehr nur Geheimfavorit, sondern die sind schon fast mehr. Und da ist aber auch die direkte Antwort für die Russen. Was für ein schöner Pass, was für eine gute Direktabnahme an den Innenpfosten. Da gibt es ja doch nichts mehr für Courtois zu halten. Fängt ja schon mal sehr torreich an, diese Partie. Wir sind in der 8. Minute, steht 1 zu 1. Auf der einen Seite der extrem kopfballstarke Fellaini natürlich mit dem Kopf dann gleich mal eingenickt. Auf der anderen Seite eine richtig schöne Direktabnahme. Ah, Vermählen oder Vermahlen, wie auch immer ausgesprochen wird. Da gerade mit ein paar Problemen gegen Kerschakow, aber im Endeffekt geht da ein Sieger vom Platz. Auch nicht vom Platz, zumindest aus dem Zweikampf. Vom Platz dauert noch ein bisschen. Aber die Flanke hier bringt schon mal nichts ein. Jetzt Kerschakow wieder vorne, wieder aber erstmal ganz alleine gegen 5, 6 Mann. Das schafft er nicht. Deswegen wieder Belgien im Ballbesitz. Okay, Akinfeev. Hinten auch noch eine sichere Stütze für die Abwehr natürlich. Wenn man den im Rücken hat, dann fühlt man sich schon etwas sicherer in der Abwehr. Wobei ich gar nicht weiß, welches Alter Akinfeev jetzt mittlerweile hat. Das kann ich bei dem so gar nicht einschätzen. Wie lange der noch macht. Weil so wirklich viel an Jugendnachwuchs im Tor bei den Russen habe ich jetzt auch nicht so mitbekommen. Aber okay. Da wird sicherlich auch irgendwo was geben, was nur international noch nicht so ganz bekannt ist. Was da schon noch die Reue von Akinfeev einnehmen kann. Aber ich glaube, zumindest von der Optik her, sieht er noch nicht so alt aus, dass er wird wahrscheinlich noch oder vielleicht noch die nächste WM mitmachen können. Also bis dahin sollten Sie sich erstmal keine Sorgen machen, dass er dann noch genug Zeit, um ein neues Talent da hochzuziehen. Bei den Italienern muss jetzt langsam mal Buffon da ersetzt werden, denke ich mal. Das sollte auf jeden Fall sein letzter großer Dingens sein, sein letztes großes Turnier, gehe ich zumindest mal von aus. Kann mir nicht vorstellen, dass der noch bis zur EM mitmacht, also durchmacht und dann auch an dem Niveau. Latte für Russland. Die Russen verkaufen sich hier sehr gut heute. Sind offensiv auch bislang die etwas aktivere Mannschaft.
Die Belgier hatten bis auf den Kopfball von Fellaini gar nicht so viele Chancen. Die Russen gehen da etwas, ja, offensiver an die Sache ran. Geht schon mit mehreren Chancen in diesem Lattentreffer jetzt hier. Erarbeiten die sich doch momentan die bessere Position. Da ist nochmal eine Schusschance aus der zweiten Reihe, aber gut abgewertet. Jetzt eventuell mal die Konterchance. Oben ist auch der schnelle Hazard, glaube ich. Oder müsste auf jeden Fall hier irgendwo sein. Jetzt auf jeden Fall die Flanke, Lukaku. Aber Ball geklärt. Jetzt könnten die Russen hier eventuell mal kontern. Kerjakov. Aber mit Kompany. Einen extrem starken, vielleicht sogar einen der stärksten Verteidiger der Welt. In den eigenen Reihen. Da wird es natürlich sehr schwer, den zu stoppen. Oder was ist denn zu stoppen? An dem vorbeizukommen. So. Es wird sehr schwer, von ihm nicht gestoppt zu werden. Okay. Das sieht ja gut, dass da oben Inov oder Jonov ganz frei stand. Der kann nach innen ziehen, aber jedes Mal die Belgier in der Verteidigung einen Schritt schneller, vor allem beim letzten Mann dann meistens. Also kurz vor dem Abschluss machen die einen Schritt schneller als der Gegner, als die Russen. Und verhindern deswegen meist den Abschluss. Jetzt aber mal eine Konterchance über De Bruyne. Und De Bruyne macht das Ding. Zweiter Schuss für Belgien. Zweites Tor, 2:1. Russland ist die aktivere, die offensivere Mannschaft, die mit mehr Chancen, aber Belgien macht die Tore. Kevin De Bruyne hat ja beim VfL Wolfsburg auch erst eine Zeit gebraucht, bis er das Tore-Schießen gelernt hat. Danach ging es eigentlich ganz gut. Da gibt es einen Verletzten. Ist es, glaube ich, Hazard. Das wäre ganz bitter, wenn der ausfällt. Aber es sieht so aus, als müsste er raus. Und das ist das nächste Mal die Latte. Ja, Hazard ist draußen. Und das ist natürlich jetzt ganz, ganz bitter für die Russen. Die sind hier die bessere Mannschaft. Die haben mehr Chancen. Die haben zweimal die Latte getroffen. Aber der Gegner führt mit 2:1. Der nur zwei Torschüsse gebraucht hat. Mertens ist natürlich auch nicht der schlechteste Spieler, aber nicht zu vergleichen mit Eden Hazard. Und Fellaini spielt momentan irgendwie so die Stürmerrolle. Der ist öfter im Strafraum zu sehen als alle anderen Belgier. Aber der weite Ball auf Jonov war jetzt ein bisschen sehr optimistisch gespielt von den Russen. Und wir gehen in die Halbzeit, 2:1 für Belgien. Und wie gesagt, nicht unbedingt verdient. Die Belgier nämlich nur zwei Schüsse, zwei Torschüsse, zwei Tore. Die Russen waren da wesentlich aktiver, haben schon zweimal die Latte getroffen, halt nur mit dem Pech, dass dann nicht das zweite Tor gefallen ist oder das dritte eventuell. Die Führung verdient hätten auf jeden Fall bis hierhin die Russen. Aber die Belgier führen und haben ihren dritten Torschuss. Und es wäre ihr drittes Tor gewesen, aber es war abseits. Das wäre es jetzt natürlich gewesen. Wie gesagt, Fellaini spielt mehr oder weniger die Stürmerrolle hier. Kein anderer ist so häufig im belgischen Strafraum unterwegs als Fellaini. Kerjakov gut mitgenommen da auf der Seite, aber der hat einfach keine Möglichkeit hier mehr draus zu machen. Holt die nächste Ecke raus. Aus zwei von den Ecken kam es lang ein Lattenball raus. Mal sehen, was diesmal passiert. Diesmal gewinnen die Belgier das Ding. Und versuchen es gar nicht erst spielerisch zu lösen, kloppen den einfach nach vorne weg. Vom einen Tor zum anderen Abstoß. Also das ist nicht wirklich favoritenrollengerecht, was die Belgier hier spielen. Das ist weder schön, noch effektiv und eigentlich hätte man es auch nicht verdient, hier zwei Tore zu schießen. Man hatte wirklich nur zwei Chancen und führt halt mit 2:1. Russland macht dort das gesamte Spiel bis hierhin. Wie gesagt, wenn hier alles normal gelaufen wäre in dieser Partie, dann würden die Belgier hier auf jeden Fall schlechter dastehen, als sie es jetzt gerade tun. Wir hatten es versucht, jetzt hier mal mit ein paar Tricks.
und bekommt dafür sogar den Freistoß. Akinfe hilft dann nach vorne Fellaini dabei. Wieder Fellaini, der gefährliche Mann da vorne im Strafraum. Kerzakov hat jetzt nicht viele Anspielmöglichkeiten. Und deswegen wählt er auch keine davon. Wieder Angriffsspiel über Miralles. Und wieder Fellaini! Und wieder Fellaini! Jetzt bekommen die Belgier hier ein paar mehr Chancen. Aber wieder nur durch Fellaini. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch eigentlich zentrale Mittelfeldspieler. Kann doch nicht sein, dass er die ganze Zeit vorne nur in unserem Strafraum umgammelt. Was haben die denn für eine taktische Aufstellung gewählt? Bräune auf Lukaku. Vorne ist wieder Fellaini. Natürlich, wer sonst? Die spielen jetzt die 80.000 Passkombinationen, aber nicht mit dem Zug nach vorne, sondern einfach nur, um zu zeigen, hier, guck mal, wie viele Pässe wir innerhalb von 2 Sekunden spielen können. Flanke, Fellaini wieder. Das gibt's doch nicht. Was macht denn Lukaku das ganze Spiel? Hat er mit Fellaini die Position getauscht? Oder warum ist Fellaini die ganze Zeit der gefährliche Mann im gegnerischen Strafraum? Da ist schon wieder Fellaini. So langsam verdient sich Belgien hier auf jeden Fall die Führung. Und das war wichtig, dass die Russen da noch zwischenkamen und die Chance verhindert haben. Belgien wird jetzt der Favoritenrolle gerecht und ja, wie gesagt, mit dem Druck, den die jetzt gerade aufbauen, verdienen sie sich auch langsam die Führung. Von Russland kam der gesamten zweiten Hälfte noch gar nichts. Einwurf. Weiter Ball auf Kerzakov, der war nicht schlecht, der war nicht schlecht, der zieht einfach mal ab und das war dann auch die erste Chance in der zweiten Hälfte. Auch wenn sie nicht groß war, sie war da für die Russen und es gibt die nächste Ecke. Zweimal nach der Ecke traf man schon die Latte. Dieses Mal trifft man wieder nichts. Geht durch alle durch. Einwurf Belgien. Und die mit dem nächsten Angriff jetzt. Aber gut verhindert von Komarov. Auch gegen De Bruyne wieder sehr zweikampfstark. Und jetzt könnte es mal nach vorne gehen hier. Kerzakov. Immer noch Kerzakov. Sieht dann einen Mitspieler, der bekommt den Ball, zieht ab und das ist der Ausgleich. In der ersten Hälfte ist Russland die bessere Mannschaft, aber Belgien führt. In der zweiten Hälfte ist Belgien die bessere Mannschaft, aber Russland macht den Ausgleich. Damit ist das Spiel hier wieder ausgeglichen. Mehr als nur ausgeglichen. Mal sehen, wer jetzt hier die Nerven behält. Wer jetzt hier das nächste Tor macht. Falls noch eins fällt. Gehen wir davon aus, derjenige, der das nächste Tor macht, gewinnt das Ding auch. Jonov geht da gut durch. Scheitert dann aber wieder am letzten Mann, bevor er die Flanke schlagen kann. Einwurf Belgien. Die hätten das mit dieser zweiten Power-Offensivhälfte sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Die haben gesagt, jetzt machen wir das 3-1, das 4-1, dann ist das Ding geklärt. Stattdessen kriegen sie hinten das 2-2 rein. Vor allem Fellaini könnte sich ärgern über diese vielen Chancen, die er vergeben hat. Aber jetzt De Bruyne, unten steht Lukaku bereit. Lukaku, da ist er, da ist er! Aber da ist auch Akinfe! Und da grätscht zum Glück noch ein Spieler rein, um das Ding abzuwehren. Und da ist der Ball nochmal wieder im Spiel und dann ist er erst geklärt. Die Verteidigung von Russland in Glück dort, dass da keiner reinging.
Kershakov vor Jagging Company. Jagging Company, ich weiß immer nicht genau, wie man ausspricht. Ich glaube, Company ist die richtige Aussprechweise. Aussprechweise, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr, was die richtige Aussprechweise von Aussprechweise ist. Okay, zum Einwurf geklärt. Keine Ecke, das war wohl wichtig für die Russen. Weil ich können die Belgier nämlich jetzt nicht mit der vollen Anzahl nach vorne rücken, wie sie es gerne tun würden. Und Russland scheint hier tatsächlich das 2:2 mitzunehmen. Gegen Favoriten dieser Gruppe Belgien spielt Russland 2:2. Und damit haben beide Mannschaften noch alle Möglichkeiten, hier Gruppensieger zu werden. Müssen aber auch beide Mannschaften alles andere gewinnen. Im Endeffekt hätte Belgien sich hier den Sieg verdient gehabt, weil die in der zweiten Hälfte einfach so eine Power-Offensive gespielt haben, dass da Russland gar nichts gegensetzen konnte. Wenn man nur die erste Hälfte sieht, hätte Russland den Sieg verdient gehabt. Deswegen, naja, im Endeffekt 2:2. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mein Tipp wird ein 2:0 werden für Belgien. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.